Streckenstart für die dritte Runde, für die alles entscheidende Runde. Ja, genau so ist es, Andreas. Wir beginnen wieder mit dem Matthias Marquardt, der leider alleine ist im Rahmen seiner Klasse. Da haben wir schon öfter drüber gesprochen mit dem Gruppe G BMW. Gruppe G heißt ja Seriennähe und es darf auch nichts verändert werden in Sachen Leistungssteigerung oder Getriebeübersetzung oder sonstigen Dingen. Und eingeteilt wird ja auch der Fahrzeuge nicht nach der Hubraumklasse, sondern eben nach dem Leistungsgewicht, also das Verhältnis der Motorleistung zum Fahrzeuggewicht.
95 auf dem BMW 318 Ti. Ja, und dann folgt bereits die nächste Abteilung der Gruppe G, also diese absolut seriennahen Fahrzeuge, da darfst du auch